Guck, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jacktag Risen 3. So, das Poratl in Galador ist weg. So, den Witz ziehe ich jetzt ein bisschen. So, dann werden wir dann gleich mal dem Eldrick Bescheid geben, dass das Poratl zerstört ist. So. und. Jo, was haben wir hier oben? Echt? Wo sind wir denn hier? Was ist das denn hier? Das ist hier Texturformat. Da hat jemand eine Textzeitschrift abbilden wollen. Ach verdammt, das ist doch. Es ist noch gerade nach 23 Uhr. Ich darf solche Witze noch gar nicht machen. Da müsst ihr ja davon ausgehen, dass der Zuschauer hier auch nach 23 Uhr sich das erst anguckt. Das ist scheiße. Wie komme ich eigentlich jetzt auf so einen Schmarrn? Weiß ich nicht. Wo bin ich jetzt hergekommen? Ich habe jetzt eine Pause gemacht hier, weil ich was fressen wollte und so weiter und so weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So, hier geht's auf jeden Fall raus. Ob's hier hinten noch was. Jo. Komm, mein Schwesterherz. Ja. Ah, dankeschön. Tja. Von der Schwester kann man doch noch einige Sachen lernen. So, wir räumen jetzt erstmal hier den Osten auseinander. Und dann gucken wir uns im westlichen Teil von Kalador noch ein bisschen um. Auch in der Zitadelle vielleicht finden wir ja. Wir haben ja. Warte. Wo war das Reich des Schattengeisterritual? Nee. Gru, Takarigo, Akila. Edles Tafel, werde Voodoo-Meister, Kontrollverlust, der Maulwurf. Alter, wie weit denn noch? Tenya hat die Rede, dass ich nicht, Tenya hat nicht erkannt, dass ich nicht ich war. Jo, jetzt ist es raus. Und hat meinem falschen Ich das Wissen über die Voodoo-Übernahme erklärt. Red ist scheinbar auf dem Weg nach Takarigua. Ist unser nächstes Ziel Takarigua? Nee, das will ich doch gar nicht wissen. Das ist doch das Ding nur. Jo, nee, ich will hier, warte, Kalador, Meeresfrüchte. Das machen wir auch noch, wenn wir einmal hier sind. Takarigua, Nee. Crew, warte, weibliche Reize. Alte Erinnerung. Auf meiner Karte kann ich Funde des Schatzes sehen. Ja. Freundschaft Edwards Familiengeschichte. Das war der Typ, ja. Was denn? Hä? Hey. Große Kristallporattel führen direkt ins Schattenreich. Kila. Kila Tafel Silber, nee. Hä? Ich glaube, ich werde als allererstes dann erstmal nach Kila zurück segeln, wenn wir hier fertig sind. Müssen wir zwar erstmal wieder ein Seemonster bekämpfen. Kotz mir jetzt schon an. Oh, ich wette, ich gehe durch die Richtung zurück. Nee. Patty? Hast du gepupst? Klang fast so. Also. Ja, eigentlich war es irgendein totes Vieh, was hier irgendwie nochmal runtergefallen ist. Aber. So. Du? Nee. Porter? Ja, hier das ist das Bier. Ja. Jo. Das letzte Kristallportal auf Kalador ist geschlossen. Das letzte Kristallportal auf Kalador ist geschlossen. Endlich haben die Menschen Ruhe hier an der Eisenbucht. Unsere Aufgabe in diesem Teil der Welt ist damit erledigt. Wenn Saft. Wir weiter gegen die Schatten so erfolgreich kämpfen, haben wir eine Chance, den Krieg zu gewinnen. Oh. Gut gemacht, mein Junge. Jetzt Danke. Können wir uns ganz deinem Geisterritual widmen. Treffe deine Vorbereitungen. Ich werde in der Zitadelle auf dich warten. Jo. Ah! Ist ja auf einmal weg. Patty?
Hast du gesehen, wo die hin sind? Ja, hey. Blindes Sippenmohn. Was ist hier unten? Da brennt noch ein Feuer. Schattenzepter. Ui. Was mache ich mit dem Schattenzepter? Kann ich das benutzen? Rechte Hand. Schattenzepter, Schattenzepter. Kann ich nichts damit anfangen, oder? Nö. Spinnenstachel. Komm, leg mir am Arsch. So. Okay, Kollege. Was hast du denn für ein Problem? So, was genau ist dein Erbe? Was genau ist dein Erbe hier in Kalador? Ich weiß nicht, was nach so vielen Jahren noch übrig ist vom großen Geschlecht der von Drehe. Doch hat mein Vater mir oft von unseren Ländereien hier in der Eisenbucht erzählt. Ländereien? Wow. Das hört sich nach einer großen Sache an. Ja, ich weiß, dass mein Erbe da ist. Und ich werde es finden. Jo, Randolph von Oelling. Dein Großonkel Randolph war aber kein Fischer, oder? Pff, du hörst mir nicht zu. Randolph von Drehl war ein dunkler Krieger. Seine Ländereien liegen im Südwesten der Eisenbucht. Berühmt und ruhmreich führte er sein Gefolge in die Schlacht gegen die Unholde, die das Land bedrohten. Also sprich von ihm mit etwas mehr Respekt. Nö. Wie heißt das so schön? Ich habe von niemandem Respekt, aber jeder muss vor mir Respekt haben. Hätten wir das auch geklärt. Spaß. Jetzt ist es Spaß. Ob dein Onkel ist hier. Ob dein Großonkel Randolph oft in der Taverne war? Ich wage zu bezweifeln, dass es die Taverne zur Zeit meines Großonkels überhaupt schon gab. Ich denke, dass das Gebäude früher eine wichtigere Funktion hatte, als Raufbolden und Bauern als Tränke zu dienen. Wir müssen weiter im Südwesten suchen, wenn wir mein Erbe finden wollen. Ja, dann schwimm du schon mal durch die Lava, ich nehme den Teleporter. Wir sollten jemand in der Zitadelle nach deinem Großonkel Randolph fragen. Ich will mir erst das Land meiner Vorfahren im Südwesten anschauen. Führe mich dorthin und ich werde dir sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Du weißt das, wo das ist. Wieso muss ich dir das zeigen? Oh, kommt er dann eigentlich mit? Muss ich jetzt Patty hier davon schicken, damit er mitkommt? Alter. Er bleibt wirklich der Knaller dort stehen. Und wieso gehst du mir hier drüben auf den Sack? Warum nicht? Aber bevor wir mit dir hier irgendwo hinten hintrampeln, gucke ich mich hier nochmal um und schnetzel hier alles ab, was hier noch kreucht und fleucht. Ich brauche Erfahrungspunkte, weil ich bin dumm wie Bohnenstroh. Ich muss. Ich schlau. Guck mal hier, 10.000. Warte. Das müssen wir wirklich hier aufbauen. List, das war direkt List, oder? Pistole, Armus, kritische Trefferchance. Ja, das machen wir natürlich. Ich komme hier, zack. Das müssen wir wirklich hochpulvern. Ja, wir hätten Sparnchen für Magie und Fingerfertigkeit und ganzen Käse. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für die größeren Schlösser jetzt noch brauchen zu lernen. Versteckst dich natürlich hier in der letzten Ecke. Das ist wieder Schiffbrüchige. Da versteckst du dich auch am Arsch der Welt hier. Was? Geh mal von der Schattenwaffe runter, aber die muss ich mitnehmen. Ja, danke schön. Ja. Furchtbar. Ja, Bären. Bären. Was ist hier? Lava. Oh, Patty, komm mit. Du kannst gerne in der Lava baden gehen, aber das werde ich dann nicht, wenn du da drin verbrennst. Ui, guck mal da. Ach, verdammt. Patty! Guck mal da, Freund. Mist! Waren damals richtig schwer. Patty, geh mal von der Leiche runter, Mensch. Hey, Alter, da. Oh, danke schön. Ist ja heiß hier. Ist heiß hier. Was? Oh. Lebt hier oben noch irgendwas? Oh. Keine Ahnung. Ui, und die Gehirnente noch mit dabei. Jawohl, ja, brauchen wir. Hirnende oder Superende? Schreibt es in die Kommentare.
Nö. Das ist ja, kann ich damit irgendwas machen. Nö. Wofür war die Kurbel nochmal? Wir haben ja die Kurbel eigentlich gesammelt bei dem Turm, wo wir das Leuchtfeuer gemacht haben, bevor wir den Schiffbrüchigen Pettys Ehemann Stahlbarts Erbe getroffen haben. Ja, komm hier. Nö. Die ganze Bande dort unten, die werden wir uns gleich zu Gemüte führen. Die werden wir uns gleich einverleiben. Ja, wir werden sie essen. So, Patty, hier ist nichts. Geh doch mal aus dem Weg, Mensch. Verdammt doch mal. Mörserpistole. Magischer Kristall. So, ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen besoffen. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen besoffen. Mann, kann der saufen. Ja, der hat ja. Ja, der hat ein bisschen mehr gesoffen vom ersten bis zum zweiten Risen-Teil. Oben stehen auch noch welche. Wir gehen erstmal da hoch. Ich weiß schon. Guck mal, Kollege, hier unten ist dieses viele Musik. Spring in meine Klinge, Dämon. Nee, guck mal, es springt hier in meine Flinte. Ab! 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 Du dachtest so, ich schieß nicht, wenn du die Waffe wegsteckst. Hast du dich aber geirrt? Ja, zeig's ihnen! Niemand schlägt auf meine Schwester ein. Außer mir! So. Na du! Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich meine Schwester schlage, aber... Hey! Ja, echt nicht schlecht, so eine Waffe. Geh mal weg hier, ich muss... Schattenwaffe, wo ist die? Ich will die Schattenwaffe haben. So, wir gucken erstmal hier. Nee, warte. Ist ein Turm, oder? Genau, weg hier, Mensch. Das ist auch so ein Irrgarten hier. Ja, 70. Oh, die langen Dinger, ja, hat sich wie die Pest. Die sind immer so kompliziert. Ja, verdammt. Mhm. Oh, was ist das denn jetzt? Fackel. Goldherz, Spitzhacke. Ja, ich habe auch ein Goldherz. Lass mich mal durch, ja, Mensch. Hau doch mal ab, Mann. Geht nur um den Weg, das Weib. Wir wollten hier lang. Ja, hoch hier. Na, wir wollten hier rüber und dann holen wir uns diese verfluchte Bande da unten. Die mit der Superente. Ei! Na, hopp! Betty? Betty! Wir haben ja wieder andere Wege genommen. Ah, da! Na, sie findet uns überall. Ja, das Begleitersystem ist... Das ist eigentlich... Steht im Gegenüber Gothic natürlich unangefochten. An der obersten Spitze. So. Wo ist jetzt die Gehirnsuperente? Die Supergehirnente. Das war ich nicht. Von hier unten sind wir gekommen. Hier hatten wir alles erlegt. So. Dann hier die Ecke. Ja, ja. Moin! Und moin! In der letzten Folge habe ich mich noch tierisch aufgeregt. Jetzt bin ich nur. Moin. Ja, zeigt ihnen! Ja. Hat eine Waffe. Gehirnente! Superente! Superente! Ah! Oh! Ui! Scheiße! Da kommt ein Fremder mit. Ja! Alter, du bist so bescheuert, ey, ehrlich. Oh Gott. Hm.
Was haben wir noch hier an Fressereien? Das ist ja schlimm. Hühnerbullen. Äffchen. Ja, wir essen den Äffchen auf. Fusel haben wir einen. Bloody Mary. Rum. So. So, Patty. Sag mal. Bist du gerade auf der Gehirnente geritten? Oh, komm. Vorsicht! Warum machst du die nicht tot, Patty? Ja, das ist dein Problem. Mach mal. Das reizt mir aber. Wieso lassen wir uns jedes Mal in irgendeine Ecke treiben? Jo, ich kann Magie steigern. Attenwaffe. So, was rennt hier? Wenn wir dann in der Zitadelle sind, kaufen wir uns beim Wilson nochmal ein paar Kugeln. Hä? Irgendwas hat hier gerade seine Waffe gezogen. Steck die Waffe weg. Steck sofort die Scheißwaffe weg. Falle. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles. So, hier Falle. Ab. So. Hier oben? Haben wir hier oben schon? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Noch eine Falle, ab. Ach, scheiße. Erst noch große Fresse und dann laufen wir trotzdem rein. Dass wir die drüber springen, das hat die Sache an den... Ey! Da brauchst du dich gar nicht zu feiern, du blöde Sau. Nee, warte. Das müssen wir anders, ey. Jawohl, der bleibt ja an der kleinsten Ecke hängen. Jo. Schattenwächter. Und du da oben hast deine Aufgabe natürlich wieder nicht gemacht, oder? Wo sind wir jetzt hergekommen? Dort lag die Gehirnente. Nee, sind wir von hier gekommen? Keine Ahnung. Wir gehen auf. Hier sind wir hochgegangen. Genau. Also das Ding hier ist so scheiße programmiert, dass der wirklich an jedem Grashalm hier hängen bleibt mit seiner Rolle. Ich finde das jedes Mal herrlich, wenn der mit der Fernkampfwaffe hier den eins drüber zieht. Und die dann sterben dabei. So. Was haben wir hier drin eigentlich gewonnen? Was gibt's hier unten? Ein Äffchen. Magischer Kristall. War ein Affenknacker. Ein Ring. Puize. Nö. Komm, zurück. Oh, das war alles. Oh, hier. Ja. Und das Ding ist verschlossen, sagst du? Na, für den Affen schon. Wir können das aber knacken. Rum. Bauplan für Diamant. Was?
Ja. Gehen wir dann erstmal. Ja, jetzt will ich bloß wissen. Wir gehen jetzt erstmal hier runter wieder, Richtung Teleporter. So, wenn ich den Weg finden würde. Dann gucken wir, ob der Typ da die. Vorhin bin ich da dreimal drüber gesprungen. Dann machen wir die Sache mit dem Edward. Das ist eben doof, dass wir den. Ja, dann müssen wir Patty nach Hause schicken. Wo waren wir hier oben jetzt schon? Guck mal hier. Goldader. Nehmen wir natürlich mit. Fertig. Jo. Können wir den Wagen hier runterschmeißen? Okay. Einmal Kringel umsonst gelaufen. Das ist wie gesagt auch wieder so eine Ecke, wo ich damals wirklich die übelsten Schwierigkeiten hier hatte, wo das richtig schwer war. Weil ich damals halt nicht so gelevelt habe wie jetzt. Das macht echt einen Unterschied. So, kann das sein, dass das schon wieder dunkel wird? So, wo war jetzt der Teleporter? Das war hier? Nee. Hier sind wir runter zum Teleporter. Oder hier lang. Nee, das jetzt bloß. Nee, hier kommen wir nirgends hin. Doch, hier kommen wir auch runter. Hier liegen auf jeden Fall Äpfel erstmal für mich rum. So, dann würde ich mal sagen. Paddy, gutes Nächtle. Gutes Nächtle. So, besser. Paddy stand die ganze Zeit hier rum und hat über uns gewacht. Das ist aber nett. Das ist eine nette Schwester. Hier liegt noch ein Bluthund rum. Naja, Höllenhund, genau das gleiche. So, hatten wir die Truhe schon ausgeräumt? Ja. So, hier sind wir gleich wieder beim Teleporter. Genau. So. Dann würde ich jetzt erstmal hier rüber flippen. Ja. Jetzt gucken wir mal. So. Wir gucken mal kurz auf die hier, wo war das? Kalador. Das war hier. Meeresfrüchte, Schatz von Strand von Kalador, Messerschneide. Nee, warte, Geist und Reich des Schatten. Crew, das war hier mit dabei. Edward. So, ich schätze mal, das steht immer noch da drüben rum, oder? Oh, Alter, leckt mich da am Arsch. Okay. Hey, ich habe wieder einen dunklen Fleck unter Wasser in der Nähe der Küste gesehen. Ein weiteres Seeungeheuer? Ganz bestimmt. Es scheint noch größer zu sein als das letzte. Ja. Also mach dich bereit für den nächsten Kampf, wenn du in See stichst. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu... Halt einfach deinen Schnabel, ja. So, wir gehen wieder hier rüber, diesmal allein. Dann holen wir uns diesen Porter, den Edward. Dass wir nicht schneller laufen können, das ist furchtbar. Warte mal. Der Plappergeier ist da schneller. Naja. Ich würde mich da auf keine Wette einlassen. Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf den Fuß. Hat einen Zettel im Schnabel. Von der Mutter einen Gruß. War doch so, oder? Wir fliegen natürlich hier wieder die dämlichsten Wege lang. Warte, nee, hä? Wo ging's hier lang? Das müsste richtig sein. Das steht doch bestimmt hier irgendwo.
Weil mitten in der Pampa halten die uns hier an und geben uns... Aber willst du mich verarschen? Wo ist denn der? Hä? Den hau ich jetzt tot. Den hau ich jetzt original paar auf die Fresse. Wo ist der? Speichern. Scheiße. Dein Schiff ist prächtig. Ja. Ich hätte nicht vermutet, dass so ein abgerissener Typ wie du so etwas zustande bringt. Tja, da haben wir ja Glück, dass du dich getäuscht hast, was? Noch haben wir die größte Schlacht vor uns. Wir werden sehen, ob der Khan das überlebt. Aber, also bei dem Spiel hier, irgendwann rollen mir nochmal die Fußnägel hoch, das sage ich euch. Jetzt rede doch endlich mal mit dem Blödmann hier, komm. Komm mit. Natürlich. Warum muss denn der jeden als Blödmann bezeichnen? Weil ich kann. Und weil ich es will. So, hier unten mit dem Fischerdorf, die erste Quest, die wir natürlich hier auf Kalador bekommen haben jemals, machen wir natürlich als letztes. So. Hier unter das Kreuzel, dort gehen wir jetzt hin. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Kalador fast nur noch aus Ruinen besteht. Hier besteht alles nur aus Ruinen. Die großartige Zivilisation aus den Erzählungen. Weg. So. Ja, wie gesagt, den Edward, den hätten wir, wie habe ich ja schon gesagt in den letzten Folgen, den hätten wir mitnehmen können, wenn wir Dämonenjäger geworden wären. Warte, hier ist es. Jo. Hier auf der Hochebene muss das Haus meines Großonkels Randolph sein. Folge mir. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir suchen müssen. Geh vor. Ich folge dir zum Haus deines Großonkels. Schnell. Ich habe so ein Gefühl, dass ich weiß, wo ich suchen muss. Na dann hopp. Hochebene. Ich kann sagen, was ist das denn für einer? Jawohl. Aber kritischer Treffer hab ich doch gemacht. Was ist denn das? Das war brutal. Das war brutal. Ich habe ihm bloß einen Schubs mit der Knarre gegeben. Warte doch mal, Veggie. Ich muss doch hier erstmal ausräumen. Schwanzstachel. Ja, warte. Komm, lass uns weitergehen. Tja, hier ist nicht mehr viel mit Haus. Verdammt, es muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht ist es etwas mehr an der Küste. Ich weiß nicht. Mein Vater hat mir die Hochebene genau beschrieben. Aber das hier? Gehen wir weiter. Gut, versuchen wir es an der Küste, wie du gesagt hast. Folge mir, da hinten sieht es vielversprechend aus. Lass uns doch erstmal hier die Viecher platt machen, Mensch. Schön, dass es dir gut geht. Das wird aber nett gesagt. Da bekomme ich gleich richtig feuchte Augen. Aufgepasst! What? Aber ich dachte, das Ding ist tot. Bleibt denn hier kein Viech mehr tot, Mensch? Lass uns weitergehen. So, na, schaffen wir die Quest noch in der Folge. So endet also meine Suche bei nichts weiter als einem Haufen Steine. Das ist es? Ja, der Ausblick auf die Berge, die Form des Landes. Alles genau so, wie es mein Vater mir beschrieben hat. War dein Vater schon einmal hier? Nein, er kennt dieses Land auch nur aus Erzählungen. Jedoch sind sie ziemlich präzise. Ich verschwende schon meine Zeit, ja. Ich verschwende nur meine Zeit mit deinem Dreck hier. So? Und was wäre gewesen, wenn hier die große Burg von Randolph noch gestanden hätte? Ich möchte wetten, dann hättest du mir die Füße geküsst, um ein Stückchen vom Kuchen zu kriegen. Wie auch immer, ich muss in die Zitadelle.
Einer der dunklen Krieger muss doch noch etwas vom alten Randolph wissen und was mit seinem Land geschehen ist. Komm mit. Ja. So, aber ich wollte noch sagen, das Ganze finden wir in der nächsten Folge raus. Oh, da schreiben wir mal hier das Ding hier rein. So, dann reicht das für heute. Ich hoffe, das ganze Ding hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Guckt auch mal in die anderen Projekte rein. Tomb Raider Underworld inzwischen, wenn diese Folge hier raus ist. Und Horizon Zero Dawn und die Streams mit The Witcher und Classic Corrine ist auch nicht zu vergessen. Oh, Dankeschön fürs Zusehen. Und ciao.